Ach ja, einen schönen guten Morgen wünsche ich euch allen, die gerade hier auf dieses Video geklickt haben. Und ich entschuldige mich schon einfach mal im Vorhinein. Denn in diesem Video sind Clips und Memes dabei, wo... Ich habe einfach keine Ahnung, was das ist und wieso ich das überhaupt in ein Video packe. Aber ich dachte mir, komm, Scheiß drauf. Warum denn nicht, ne? Man lebt ja auch nur einmal. Deswegen starten wir einfach mal direkt rein. Ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Und ja, ich hoffe, euch geht's einfach nicht so wie diesem Typen hier. Oha, genau so stelle ich mir den ersten Sound vor, wenn die Tagesschau startet. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Der Spieler da unten hat 100%ige Trefferquote. Wie konnte er das so genau hitten? Und was ging eigentlich mit dem Mann da ab? Der Typ hat einfach so ein, zwei Werktage als Reaktionszeit. Da kommt dieser Ball perfekt geflogen und der guckt doch genau dorthin. Er ist am Lächeln und sieht einfach nur in Zeitlupe, wie dieser Ball perfekt auf ihn fällt. Okay, gut. Er hat doch keine Reaktionszeit von 2 bis 3 Werktagen. Nein, der hat gar keine Reaktionszeit. Bei dem gibt es sowas wie Reaktion nicht. Wenn er irgendwie etwas sieht, muss er sich selber dazu überwinden und glauben, dass er sich jetzt irgendwie bewegen muss und ausweichen kann. Ganz stark. Oh, ein schönes Minispiel in der Duisburger Innenstadt. Ach ja, da kann doch nichts schief gehen, oder? Der wird jetzt irgendwo da links, rechts reintreffen. Alle werden einen guten Tag haben, alle werden sich freuen. Es wird gute Laune herrschen, so wie immer. Nichts wird schief gehen. Oha! Also, das war halt wirklich ein Volltreffer. Nur halt nicht in die zwei Löcher, sondern halt da oben hin. Boah, das hat richtig gescheppert, ne? Aber da muss man auch schon lebensmüde sein, sich dort als lebendige Torwand hinzustellen. Der hat doch schon quasi nur darum gebettelt, das Ding jetzt in die Fresse zu bekommen. Ich glaube, ich spreche jedem aus der Seele, wenn ich sage, dass ältere Menschen, die sauer sind, einfach unnormal witzig sind. Ich sag dir ehrlich, es gibt keine witzigeren Videos, als wo irgendwelche Omas oder so ausrasten. Kennt ihr auch dieses eine so mit dem Ey, wenn so ältere Karens am Ausrasten und Ragen sind und die so sauer sind und irgendwie ja, krass sein wollen, ich kann das einfach nicht ernst nehmen. Genauso wie diese Oma hier. Die Oma da ist aus irgendeinem Grund sauer auf den Typen, der das Handy hält. Und jetzt versucht sie ihm hinterher zu rennen und zeigt die ganze Zeit den Stinkefinger, okay? Sie will jetzt hinterher rennen, hinterher sprinten. Sie will diesen ungezogenen Bengel unbedingt erwischen und ihm eine Lektion erteilen. Na, was ist das denn für ein Goofy A-Walk? Wie läuft die denn? Ist das ihre schnellste Geschwindigkeit? Get out of here. Get out of here. Und während sie so dieses Get out of here sagt und diesen Mittelfinger so ganz leicht zeigt, sie kriegt den Finger kaum raus, macht sie einfach Crip Walk. Sie läuft so wie die Gangster auf einem Beat durch die Hood und macht so ein paar coole Moves. Ich würde niemals denken, dass sie gerade wirklich versucht zu rennen oder so. Get out of here. Help, police, 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 police. I'm leaving. Ey, die arme Oma, ne? Die kann bestimmt nicht mehr richtig laufen oder keine Ahnung, was das ist. Die hat einfach kurz vorher aus Versehen auf den Zeitlupenmodus gestellt. Die läuft einfach wie jemand, der gerade auf dem Mond ist. Sogar der Bruder da oben läuft schneller als sie hier. Und ich feier's auch, wie diese Karens immer nach Police schreien. Bro, da ist gefühlt niemand in der Straße. Niemand ist da, außer du, der Typ hinter der Kamera und dein Mann. Der hat auch schon keinen Bock. Der sagt die ganze Zeit so, Grace, Grace, komm zurück, das bringt doch nichts. Police, police! Police, police, help, help, police, police! Ja, ich kann euch sagen, es kam keine Polizei. Niemand hat sich dafür interessiert. Die Oma dachte, sie ist kurz davor, diesen Typen hinter der Kamera einzubuchten und für lebenslang ins Gefängnis zu schicken. Aber nee, jetzt ist sie halt im Internet ein Meme. POV, dieser eine Freund in der Snapchat-Gruppe. Jungs, könnt euch Sound. Jetzt. Boah, krank. Walla Formel 1, ich schwöre. Und jetzt halt sich einfach mal voll in den Getränkeladen rein. Okay, Bruder, aber wieso? Also erstmal, ich check's auf jeden Fall. Ich bekomme auch manchmal diese Random-Ass-Videos und solche Snapchat-Gruppen geschickt, wo irgendeiner von meinen Homies die abgefuckteste Scheiße macht, die ich noch nie vorher gesehen habe. Und zweitens, woher hast du dieses Fahrzeug? Da war einfach irgendein Mitarbeiter, der normal gearbeitet hat, der ist ganz normal seinen Pflichten nachgegangen, hat kurz dieses Fahrzeug abgestellt, wollte was in die Regale reinräumen und auf einmal kommt da irgendein Troll so und nimmt Handy raus und macht so, ey, guckt mal, Jungs, was ich hier habe und cruist mit diesem Teil weg. Ja, und crasht dann halt in das Getränkelager rein.
GG's, du hast ein cooles Video in der Snapchat-Gruppe gegen lebenslanges Hausverbot in deinem Supermarkt eingetauscht. Hat sich doch gelohnt, oder? Stell dir vor, irgendwann kommt die nächste Pandemie. Der hat kein Essen, kein Klopapier, kein gar nichts mehr zu Hause und will einkaufen. Und dann fällt ihm dieses Video von vor 2 Jahren auf die Füße und deswegen kann er nicht einkaufen und wird jämmerlich verhungern. Ey, was laber ich gerade eigentlich schon wieder für eine Scheiße? Komplett unrealistisches Szenario, das wird niemals passieren. Okay, es gibt immer diesen einen Typen, der reinschreien muss. Es gibt immer diesen einen, der übertreiben muss. Wie nah bist du an deinem Bildschirm? Willst du den küssen? Der hält diesen anderen Augenkontakt mit seinem Bildschirm, ne? Der macht auf Ernst. Und was geht mit der Maus und deinem Rücken und deiner Armstellung? Bruder, was geht mit deinem Körper? Du verrenkst gerade jedes einzelne Stück davon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas funktioniert. Als ob der damit irgendeinen Vorteil im Spiel hat. Der ist so nah mit seiner Fresse an diesem Bildschirm, der erkennt einfach nur noch diese Pixel hier. Ich kann das nicht ernst nehmen. Drauf, wie krass du irgendwie in einem Spiel bist. Junge, wenn du so vor deinem Monitor sitzt und so am Zocken bist, such dir Hilfe. Hör auf zu spielen. Geh einfach mal raus an die frische Luft. Fass mal ein bisschen Gras an, Bro. Einfach mal wegkommen vom PC. Ich glaube, das würde dir ganz gut tun. Und ich weiß, wem das auch richtig, richtig gut tun würde. Willst du mir erzählen, du saßt irgendwann in deinem Zimmer und dachtest dir so, wie wäre es, wenn ich etwas so programmiere, dass ich ein Spiel spielen kann mit einem Barcode und einem Barcode-Scanner? Willst du mich verarschen? Ja, okay. Ich muss sagen, also Kreativität 10 von 10. Umsetzung 10 von 10. Sinnhaftigkeit 0 von 10. Wie soll ich mir das vorstellen, wenn ich mit den Jungs am Spielen bin? Die sind so irgendwo am anderen Ende der Map und sagen so, yo, komm mal her, komm mal her. Und ich sag so, alles klar, Jungs, ich bin unterwegs. Und dann muss ich das machen. Alles gut, Jungs, ich hab's gleich. Noch 20 Minuten, ich bin gleich da. Boah, bisschen Roblox mit dem Breis. Ey, die Kombination wird immer gottloser, ne? Erst das als Tastatur benutzen und dann noch Roblox damit spielen. Ey, wer auch immer dort hinter der Kamera ist und dieses Zeug entwickelt hat, bitte such dir Hilfe. Aber irgendwie feiere ich diese Programmierarzten auch genau für sowas. Die könnten so irgendetwas Heftiges programmieren, so irgendeine Software, die richtig viele Dinge auf der Welt vereinfacht und die Welt zu einem besseren Ort macht. Und dann entscheiden die sich einfach dazu, hey, ich mach einfach das. Sehr stark, sehr stark. Und wo ich gerade dieses Roblox-Spiel dort sehe, ich habe hier so ein Video gefunden und da haben Leute eine Hausparty in Roblox gefeiert. Ja, die haben wirklich eine Hausparty in Roblox gefeiert. Die haben sich da getroffen, haben getrunken, Musik gehört, haben getanzt bei irgendjemandem zu Hause in der Crib, also wie im echten Leben. Und ihr glaubt nicht, wer auf diese Party kam und was diese Person getan hat. Ach du heilige Scheiße, ist das gottlos, oh mein Gott. Ich lache auch jetzt hier nicht darüber, weil das ist wirklich gottlos. Bruder, da kam einfach wirklich jemand und hat die Hausparty abgeshootet. Oh mein Gott, Bro. Was ein ekelhafter Bart. Der geht einfach in die Roblox-Hausparty und zerstört die, indem er ein Massenshooting veranstaltet. Alter. Ey, der hat wirklich nur Angst vor Gott. Ne? Was muss man für ein geisteskranker Mensch sein, um das zu planen und das dann noch zu machen? Einmal ein dickes F für alle Leute, die auf dieser Hausparty sind und leider ihr eines Roblox-Herz verloren haben und ihre Robux gedroppt haben auf den Boden. Einmal ein dickes F an unsere gefallenen Brüder. Ey, und wo wir gerade schon so bei diesen ganzen Gamern sind, ich habe hier noch ein Video gefunden. Und da hat sich mal wirklich wieder die Elite der Elite der Elite von Zockern versammelt. Wenn mich jemand fragt, wie würdest du so diese Leute beschreiben, die um ihr Leben ein Videospiel spielen, dann würde ich ihnen genau dieses Video zeigen.
Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber wahrscheinlich hat irgendjemand einen Fehler gemacht. Irgendjemand hat was von dem anderen zerstört. Irgendjemand hat dem anderen seine Robux geklaut. Keine Ahnung, aber wieso rasten die da alle aus? Ist euch eigentlich mal bewusst, was ihr hier gerade tut? Ihr sitzt so mit 20, 30 Mann in einem Raum. Wahrscheinlich hat jeder von euch da das letzte Mal vor 3 Tagen geduscht und ihr seid da den ganzen Tag am Zocken. Und jetzt rastet ihr alle aus, beleidigt euch gegenseitig, schmeißt mit bösen Wörtern um euch. Also ich weiß nicht, ob das an mir liegt, aber irgendwie ist das ziemlich loserhaft. Und die meinen das auch völlig ernst, ne? Die rasten da gerade richtig aus. Die lassen da gerade ihre kompletten Emotionen raus. Der Dämon schreit gerade aus ihnen raus. Boah, ich kann diesen Raum riechen. Der da hinten, der wollte auch nur so maximal reinprovozieren, ne? Würde ich in diesem Raum einmal sein, was ich nicht glaube, was ich jemals tun werde, aber würde ich da wirklich sein, dann würde ich es genauso machen wie der Typ da hinten. Einfach rein triggern mit den Stinkefingern. Hallo, okay, wir haben es verstanden. Ja, ihr seid sauer. Chillt doch jetzt mal. Ihr seid seit 20 Minuten am Ausrasten. Kommt doch mal runter. Bei dem ersten Knacken schon die ersten Gehirnzellen durch. Der verliert schon 1-2 IQ-Punkte, weil er so krass am Schreien ist. Wow, nach diesem Clip fühle ich mich wirklich 50% besser als davor. Ich fühle mich irgendwie wieder gut. Ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, dass ich trotzdem den ganzen Tag vorm PC hänge. Weil ich zum Glück nicht so bin wie diese Jungs da. Einfach irgendwelche übergewichtigen Videospielspieler, die seit 20 Tagen nicht mehr geduscht haben. Chill mit 30 anderen dicken Videospielspielern in einem Raum, die auch seit 30 Tagen nicht mehr geduscht haben. Ey, vergesst mal ganz kurz alles, was ihr jemals in eurem Leben gelernt habt, okay? Ich zeige euch jetzt mal was richtig Geiles. Schnallt euch an. Boah, das war geil. Bin ich der Einzige, der sich gerade so dachte, hell yeah, Mann, das ist richtig nice. Ich muss das nochmal sehen, weil es so geil war. Junge, 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 wie das Slice Butter da einfach lang slidet. Ey, ist das geil. Wirklich, einmal... Ich muss aber Applaus geben. Wie geil ist das? Ich muss das gleich nochmal sehen. Ey. Und ich habe hier gleich noch ein richtig geiles Video für euch. Dort ist irgend so ein Wurm oder so und der ist so eingesperrt in einem Kreis voller Salz oder keine Ahnung, was da abgeht, aber schaut einfach mal zu. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Guck mich nicht so an. Guck mich bitte nicht so an. Ich weiß auch nicht, was da gerade passiert ist. Und ich weiß auch nicht, wieso ich mir dachte, wow, das muss ich unbedingt in ein Bennert-Video packen. Das muss ich meinen Zuschauern zeigen. Habe ich euch zu viel versprochen? Ich wette, es gab gerade so 1-2 Leute, die sich richtig einen abgelacht haben. Wer auch immer ihr seid, keine Ahnung, was mit euch falsch ist. Sucht euch auch Hilfe. Ich weiß nicht, wer von euch immer Wrestling geschaut hat, aber ich war früher so ein richtiger Fan. Und für einen kurzen Moment habe ich auch gedacht, Wrestling, das kann doch nicht echt sein. Ich dachte so, hey, ich bin jetzt erwachsen und ich weiß, Wrestling war damals immer fake. Aber wenn Wrestling wirklich fake ist, dann beantwortet mir eine Frage. Wie kann sowas dann sein? Der Move nennt sich der Fidget Spinner Beyblade Remaster Triple Head Scissors Takedown. Und für alle Leute, die sagen, das ist fake, ihr seid einfach nur Hater, okay? Also wenn das nicht real ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Guckt doch mal diesen Move an, sowas kann nicht studiert sein. Der sich dort dreht, der ist ein erprobter Kämpfer, der macht das schon jahrelang, ne? Und selbst wenn es fake ist, dann sch*** drauf, dann ist es halt fake. Wisst ihr, was nicht fake ist? Meine Liebe zu euch. Vielen Dank mal wieder fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Like und ein Abo auf dieses Video da. Wir sehen uns morgen wieder. Peace, peace, peace.